So, hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Test. Heute werden wir uns ein Spiel zu Gemüte ziehen, auf das ich mich schon seit Monaten gefreut habe. Und zwar The Curious Expedition. Es geht hier um Dinosaurier, um Expeditionen. Wir werden unter anderem mit Marie Curie und anderen interessanten Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts eine unfassbar wunderschöne Welt erkunden. Ich freue mich schon seit Monaten auf dieses Spiel und leider habe ich die Gelegenheit verpasst, auf der Gamescom mir das mal anzuschauen. Musste leider arbeiten. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass es eine Alpha-Version gibt, die man für bereits 10 Euro erwerben kann. Und ich würde euch empfehlen, wenn euch das Let's Test gefällt, holt es euch, spielt rein. Es ist wirklich ein Traum. Ja, und ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Wir befinden uns hier im Startscreen der ganzen Geschichte. Und bevor wir gleich das Tutorial machen, schauen wir mal, was es hier im Menü gibt. Da kann man also die Musik einstellen, Sound Volume einstellen und Credits und Fullscreen. Das wollen wir momentan nicht tun. Mach mal die Musik ein bisschen leiser. Sondern wir legen, wie gesagt, sofort los und klicken auf das Tutorial. Und ich bin so unfassbar gespannt, was jetzt passiert. So, seid ihr bereit? Ich bin's nicht. Ich lasse mich überraschen. Und let's go. Welcome to the Curious Expedition Tutorial. Begin Tutorial. Das wollen wir machen. Move around by left-clicking your desired destination. You can drag the map by holding down the left mouse button, trying moving towards the east. Left mouse button, moving around. Das kriegen wir hin. Also, okay, so. Nie ohne Seife waschen. Klick. Funktioniert wunderbar. Every time you move, you will lose some sanity. You can see your sanity in the top right corner of your screen. Okay. Here standing, 10 von 20. Sanity 100 von 110. Gut. Und vermutlich, wenn wir gar keine Sanity mehr haben, dann drehen wir komplett durch und es passieren schlimme Dinge, vermute ich jetzt mal. Each move has a base sanity cost. So try to move in longer distances to be effective. Keep moving east. Das wollen wir tun. Also so, wir müssen so effektiv wie möglich laufen. Das heißt, möglichst nicht... Ah, das sieht man gleich. Kurze Strecken kosten 8. Die lange Strecke kostet nur 3 mehr. Also klar, wir nehmen natürlich immer die längste Strecke, um möglichst effektiv zu laufen. In addition to the base costs, moving across a field has additional sanity costs, depending on the type of field. You can check the move costs of each field in the lower right corner of your screen. Keep moving. You can check the move costs of each field in the lower right corner of the screen. Aha, da unten rechts sehen wir das dann. Da seht ihr jetzt wahrscheinlich gleich mein Gesicht. Ich werde mal gucken, wo ich es gleich hin platziere. Okay, wir bewegen uns weiter vorwärts. Man kann zwischendurch auch nochmal abbrechen. The goal of each expedition is to reach a golden pyramid, which is hidden somewhere on the map before losing your sanity. For the purpose of this tutorial, we have uncovered the location of the golden pyramid for you. Move towards it. Das ist total nett von euch. Sie haben schon mal die Pyramide aufgedeckt und wir müssen uns jetzt in diese Richtung bewegen. So, hier, ah, okay. The red map marker is indicating that you can perform an action at this location. Irgendwas kann man tun, wenn es rot wird. When you reach the location, an action button will appear at the lower center of your screen. Now move to the golden pyramid and click the explore action button. Oh ja, sehr gerne. Also wo dieser Google Maps Marker drauf ist, den sie schön gepixelt haben, da kann man hingehen und eine tolle Aktion ausführen. Wir werden mal gucken. Und da sind wir wohl. Sind wir gerade durch den Urwald gelaufen. Aha, hier, explore. Dann wollen wir doch mal schauen, was sich in der Pyramide verbirgt. Vermutlich ein Zombie. This is the end of the first tutorial. Das habe ich geschafft. Which introduced you to the basics of the game. Okay, ich würde sagen, wir nehmen dann gleich mal das nächste Tutorial, weil das ja so flott die Karotte geht. Success. Current Fame. Okay, das hat mir schon 120 Berühmtheit eingebracht. Und die Goldene Pyramide 150. Wunderbar. Finish Expedition. New Fame 249. Okay. Hier geht's weiter. Welcome to the second part of the tutorial. This time we will not tell you where the golden pyramid can be found. Hm, ich verstehe.
There is a compass at the upper right edge. This compass will point into the direction of the golden pyramid. Na gut, so schwer ist es nun dann auch wieder nicht. However, initially, its accuracy is at about 0%. You can increase this accuracy by uncovering more fields in this area. Okay, das ist schon mal ganz nett gemacht. Also nicht einfach nur stupide in eine Richtung zeigen, sondern man, das wird immer genauer, je mehr man entdeckt hat. Until your compass becomes more accurate, you should visit your first native village. Das wollen wir tun. We have uncovered the village location for you. Move there and enter the village by pressing the enter village button at the lower center of your screen. Vermutlich wieder hier unten. Continue. Okay, ist das hier ein Village? Das ist ein Hügel. Ich sehe kein Village. Seht ihr ein Village? Da ist das Village, alles klar. Ja, man muss erstmal hier so ein bisschen reinkommen. So ein Spiel habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie gespielt, aber wir wollen hier ja die größte Entfernung nehmen. Also klicken wir mal. Insanity droppt ein bisschen. Hier haben wir, okay, vermutlich das, nee, das sind die Tage, die ich unterwegs bin. So. Different types of fields have an influence on your viewing distance. Okay, das bedeutet, hier haben wir jetzt halt dann irgendwie Busch, dann haben wir hier irgendwie Steppe oder so. So, weiter geht's. Okay, das bedeutet auch, je nachdem, wie viel wir sehen, können wir natürlich auch laufen. Also maximal 10, so wie es aussieht. Thick jungle blocks a lot of your vision, while moving on top of hills will greatly increase it. Aha, ich verstehe. Also hier auf den, na gut, kostet mich auch 12. Weiß ich nicht, da kann ich ja gleich hier hinlaufen. Aber vielleicht gehe ich hier gleich auf den Berg. So, da kann man nicht drauf. Ich verstehe. Schade. Tja, okay, wir sind ja gleich da. Grasslands. Darwin's Tender Fireflyer. Das scheinen wir gefunden zu haben. Kann man da draufklicken? Nein. So, und das hier schwankt so ein bisschen. Können wir mal gucken. Und zwar zwischen hier und dort, vielleicht irgendwo da. Also irgendwo hier wird er sein, eher nicht dort und nicht dort. Das ist schon mal ein guter Hinweis. So, und dann auf ins Eingeborenendorf. Okay, und das scheint auch, je höher etwas ist, desto eher können wir es von der Ferne aus sehen. Das heißt, die Berge können wir natürlich sehen, wenn wir hier in der Ebene stehen. Das ist schon mal cool. Darwin's Mild Moth. Wir haben eine Motte entdeckt, so wie es aussieht. Wunderbar, Enter Village, hinein ins Getümmel. Oh, das ist aber schön. Natives' villages are an important location in any expedition. Here you will be able to trade goods, recruit new units and most importantly, rest overnight to restore a lot of sanity. Das ist natürlich praktisch, wir können dort übernachten und dann können wir weiterlaufen, weil unsere Sanity wieder steigt. We have removed all action from this village except stay overnight. Use this action to restore your sanity now. Okay, man kann eigentlich viel mehr Dinge tun in einem Dorf. Schade, hätte ich es natürlich herausgefunden, aber das können wir ja gleich tun, wenn wir das Tutorial erledigt haben. Dann machen wir uns mal auf, vielleicht in einer zweiten Version, Ausgabe, wie das sein wird. Okay, hier bin ich. Charles Darwin bin ich übrigens. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich habe die Gene erfunden. English naturalist and geologist, best known for his contributions to evolutionary theory. Capacity, ein Klotz. Und ich habe schon einen blauen Schmetterling gefunden, das ist schön. So, stay overnight. Wir übernachten hier mal. Hoffentlich werden wir in der Zwischenzeit nicht aufgegessen. So, resting in villages is usually free of costs. However, jetzt kommt's, whenever you are using a native village, your local standing will be reduced. Schade. If your standing becomes too low, natives will refuse to help you or eat you up. No, or even become hostile. You can see your standing next to your sanity. Next to your sanity. In the upper right corner of your screen. In the upper right corner of my screen. This one here. Ja, standing. Ah, okay, das ist das Standing. How well your track is perceived by the native inhabitants of this land. Get too low and they might react hostile towards you and eat you up, baby. Okay, ich verstehe schon. So, wir machen aber weiter. Your standing can be reduced by many other actions you are performing, such as your decisions towards treating natives, looting holy shrines, stealing sacrificial offerings or using dynamite to blow up mountains. Okay, wir sollten keine Berge, die vermutlich heilig sind, in die Luft sprengen. Außerdem sollten wir nicht ihre heiligen Schreine ausbeuten und das ganze Gold mitnehmen oder eventuell heilige Gaben, die sie dargelegt haben, klauen. Ist klar.
Darwin macht sowas auch nicht. Darwin ist ja eher an Schmetterlinge interessiert, von dem her kein Problem für uns. Continue. For now, press sleep to rest here and replenish your sanity. Ich dachte, das hätten wir gerade getan. Okay. In addition to uncovering the map, the accuracy of your compass can also be increased by other events. In this case, the villagers have given you information about the area, which increased your compass accuracy to 100%. Das ist sehr cool. Wenn man bei einem Dörfchen übernachtet, kann es sein, dass die einem Hinweise geben. Und deswegen wird der Kompass natürlich etwas genauer, weil man Bescheid weiß, wo eventuell unser Ziel ist. Weil wir mit denen quatschen und dann finden wir es raus. Super Idee. Der Kompass ist sozusagen lediglich ein Symbol dafür, über unsere eigene Kenntnis des Weges und nicht als ein Kompass an sich. Was ich eine schöne Metapher finde. Continue. Your compass now points into the direction of the Golden Pyramid. Leave this village and try to reach the Golden Pyramid by following your compass. I will do so. Okay, hier ist unser Dörfchen. Und okay, Enter Village machen wir nicht. Wir müssen im Prinzip irgendwo hier hin. Das heißt, wir werden jetzt mal dorthin laufen. Kann man auch zoomen? Ja, kann man. Wunderbar. Okay, wir sind da wohl eher so ein bisschen in die falsche Richtung gelaufen. Dann gehen wir jetzt mal hier hin. Oh. Da ist ja wunderbar. Da haben wir die goldene Pyramide gefunden. Außerdem Darwins Glorious Dragonfly und Charles Fast Skull Dragonfly. Ein Traum. Ich meine, wir sind in einem wunderschönen Land. So. Also hier scrollen mit dem Mausrad funktioniert wunderbar. So, dann gehen wir mal in die... Stopp! Nein! Ich wollte doch in die Pyramide gehen! So, explore. This is the end of the second tutorial, which introduced you to the compass and using native villages. Okay. Start next tutorial lesson. Wir sind mal gespannt, wie viele es gibt. Success. Okay, finish expedition. Jetzt wissen wir schon, wie wir uns fortbewegen und wie wir auch in einem Dörfchen unsere Sanity wiederbekommen können. So, welcome to the third and final part of the tutorial. Thank you. This time you will learn about obtaining and using items. Sehr gut. There is an old camp of failed expedition nearby. Go there. Okay, in der Nähe befindet sich ein Camp. Und wir sollen dorthin gehen. Das ist vermutlich wieder hier die Google Maps Karte. Der Marker. Old Camp. Let's go there. Explore. You will be able to find items at various locations. Select the investigate remains action. Investigate remains. Mhm. Oh. Was haben wir denn da? Chocolate Rations. Delicious chocolate wrapped in foil. Used to refill some sanity. Aha, also man kann auch was essen, um seine Sanity wiederherzustellen. Dann Whisky, ganz wichtig auf einer Expedition. A bottle of aged whisky. Single malt, obviously. Amount 5 von 20. Okay, sehr cool. Left click to take all, right click to take one. Okay, das sind 5, so ich das sehe. Okay, dann haben wir hier Dynamite. Okay, erinnert mich an ein Lied, das ich jetzt mir verkneife zu singen. Good old dynamite, good old dynamite, the solution to almost any problem. It is even capable of blowing passages through mountains. Das ist cool, aber wie wir wissen, verringern wir damit unser Ansehen, weil wir damit vielleicht auch heilige Berge zerstören. Was haben wir hier? Eine Kostenflare. This device was invented by Martha C. Kosten, originally intended to be used for signaling at sea. Ah, eine Signalpistole. It can also be helpful to reveal nearby areas. Be careful with flammable material. Also vielleicht nicht unbedingt abschießen, während wir uns das Whisky über den Whisky über das Gesicht schütten. Amount 5 haben wir davon dabei. Left click to take it all, right click to take it all. Okay. Was haben wir hier? Elephant Tusk. Okay, krass. The formidable tusk of a fully grown elephant. Ein Knochen. Glaube ich, oder? Weiß gar nicht. Okay, haben wir eins. Was kann das? Gives 25 Fame after reaching expedition goal or when delivered to a mission. Ah, es scheint so irgendein Missionsgegenstand zu sein. So, this is a lot of... this is the loot dialogue. Left click an item to take the whole stack or right click it to take single items from a stack. Okay. Bam, bam. Oh no! Aha, man kann also nur... okay, insgesamt können wir nur 20 nehmen, sehe ich das richtig? So, dann nehmen wir natürlich das, nehmen wir auf jeden Fall. Ich bin schon wieder overburdened. Man kann also von jedem nur... Nee.
Overburdened. Ich bin immer noch overburdened. Wann ist man denn nicht mehr overburdened? Take all, you are overburdened. Since you only have one unit in your track, you currently only can carry one item. Aha, okay. The red borders around the additional item slots indicate that these are excess items that overburden you. While you can obtain items without having the required item slots, you will not be able to move until you have dropped or used the excess items. Okay, das heißt, wir werden halt, genau, discard, gut, der gute Whisky, aber das brauchen wir auch nicht. Ja, genau, wir nehmen einfach hier diesen tollen Stoßzahn mit und das war's. Right-click the elephant tusk and drop it onto the red discard box that will appear next to your inventory slots. Afterwards, select continue. Jetzt haben wir, glaube ich, einen Fehler gemacht. We have added a donkey to your track, which will add 3 item slots to your inventory. You are no longer overburdened. Move around a bit now. Okay. Jetzt haben wir in der Tat die Items verloren. Hoffentlich können wir trotzdem das Tutorial beenden. So, ich soll ein bisschen rumlaufen. Dann laufen wir doch mal hier hin. Okay. Aha, Darwin's Tender Master Moth haben wir gefunden. Träumchen. Oh, hier haben wir auch irgendwas gefunden. New Religion. Sehr cool. Wir haben irgendetwas, eine neue Religion entdeckt. Wir gehen jetzt mal auf den Berg. So. Und schauen mal. Okay, wir sehen in der Tat ein bisschen mehr. Unsere Sanity geht aber so langsam den Berg runter. Aber wir haben wunderbare. Oh. Whoops. Mountains have spontaneously erupted around you. Oh, ein Vulkanausbruch. Use your dynamite to create a passage. Ich habe leider keinen Dynamiter. Oh, also okay. Ja, das ist der Moment, wo. wir haben es nicht getan, aber immerhin, wir könnten mit dem Dynamit jetzt vermutlich uns eine Passage durch den Bergring, der sich spontan um uns herum gebildet hat, sprengen, aber darum ging es wahrscheinlich gar nicht, sondern nur darum, hier diese Items zu verwenden. Ich glaube, das Prinzip haben wir begriffen und wir beenden das Tutorial. Wunderbar. Success, yeah. Current Fame, 385. Wunderbar, Golden Pyramide hat uns 150 gegeben, ein Elefantentask 25, 3 Butterfliegen 15, Tage, aha, das ist die Anzahl der Tage, die wir gebraucht haben, das wird wieder abgezogen, 27 und unser neuer Fame beträgt 548. Hammer, super, das ist eine tolle Zahl. Wir klicken mal auf C-Map. Okay, hier sind wir also lang gelaufen. Wir haben gewonnen, das ist wunderbar, hier eine Statistik. Cool. So, das war das Tutorial und ja, ich würde sagen, das war schon mal ziemlich cool und ich würde sagen, wir schließen hier mal den ersten Teil dieses Let's Plays ab. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben oder gerne dürft ihr auch diesen Kanal abonnieren und ich würde sagen, wir machen jetzt gleich mal weiter mit einem New Game. Ich würde also sagen, bleibt dran und bis gleich. Tschüss.